Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit einem ähnlichen Algorithmus wie dem KNN-Algorithmus, also der K-Nearest Neighbors-Algorithmus, den ich euch schon gezeigt habe in einem vorangegangenen Video. Falls ihr den nicht gesehen habt, solltet ihr das eventuell gucken, denn ich baue nicht direkt auf ihm auf, aber ich werde dieselbe Datenstruktur hier benutzen. Also die Data Objects haben sich nicht verändert, die haben immer noch eine X- und Y-Position. Eine Klassenzugehörigkeit. Wir wollen allerdings hier nur binäre Klassen, also entweder 1 oder 0, angucken. Ja, hier eben der Konstruktor und nochmal ein Konstruktor. Und hier die Daten, die habe ich auch nicht geändert. Das heißt, hier wird nicht arg viel anderes sein als im KNN. Das Einzige, was sich ändert, also hier ist auch die Distanzfunktion, also wie weit die Objekte von unserem Objekt entfernt sind. Das Einzige, was sich ändert, ist hier eben der Algorithmus. Der heißt jetzt nicht mehr KNN, sondern Parsen oder Parzen. Windows, ja, ich habe es hier mal auf Parsen belassen. Und wir wollen das jetzt ausrechnen. Was ist beim Parsen-Window anders als beim KNN? Also beim KNN haben wir quasi die k-nächsten Nachbarn rausgesucht. Und jetzt wollen wir ein Fenster angucken. Das heißt ja auch Parsen-Windows. Ein Fenster angucken und alles, was in diesem Fenster liegt, also in diesem Umkreis von unserem ja, von unserem Datenobjekt, das wir klassifizieren wollen. Alles, was da drin liegt, trägt quasi dazu bei, für welche Klasse wir uns entscheiden. So, und deswegen braucht man natürlich erstmal eine gewisse Fenstergröße. Und die werde ich hier mal definieren. Also, das ist hier unser altes K quasi. Ja, normalerweise tut man die ausrechnen, und zwar indem man einfach hier sagt, also ich nenne es jetzt auch mal k, weil k so eine schöne Zahl ist. Aber wir müssen es natürlich hier unten ändern. Ich lasse es hier oben mal auf 5. Man sagt eigentlich 1 durch die Wurzel an Objekten, die man hat. Also wenn wir, stimmt nicht ganz, Wurzel aus Objekten, die man hat, nicht 1 durch. Kann sich aber auch sehr arg ändern. Also da berechnen manche Leute noch die Dichte mit rein. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich sage hier einfach k gleich Wurzel aus, lasst mich gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Objekte. Also Wurzel 10 soll die, ja, soll die Fensterbreite sein. Problem ist natürlich, wenn wir nichts drin haben, dann haben wir echt ein Problem. Also wenn wir jetzt quasi ein Objekt klassifizieren wollen, was außerhalb von unserem Fenster, wo weit genug weg von allen anderen Objekten ist, also nicht kein anderes Objekt außer dem, was wir klassifizieren wollen, liegt in unserem Fenster, dann haben wir natürlich hier ein Problem. Math.scope. Da ist es doch. Was hast du denn? Ach so, ja, okay. Wir schneiden einfach hinten noch die Stellen ab. Oder wir nehmen hier einfach ein Double stattdessen. Kann uns ja egal sein. So, jetzt haben wir hier die Fenstergröße. Und jetzt wollen wir das Ganze mal klassifizieren. Also fangen wir an, indem wir ja, hier jeweils errechnen, ob die Objekte innerhalb von unserem Fenster liegen oder ob sie eben nicht drin liegen. Das heißt, wir müssen hier einfach mal durchgehen. Ja, das Fenster ist natürlich immer mit Mittelpunkt von unserem Datenobjekt, das wir klassifizieren wollen, also in unserem Fall hier 2, 3, das hier. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass man nicht bei 0, 0 oder sowas anfängt, sondern dass man da wirklich den Offset auch beachtet. Gut. So, also wir machen uns eine neue Arrayliste aus Datenobjekten logischerweise. Was anderes wird ja nicht wirklich Sinn machen. Nennen die Fenster von mir aus, also quasi alle Objekte, die im Fenster drin sind, erstellen die als neue Liste aus Datenobjekten. Und dann können wir anfangen, diese Objekte, die hier drin sind, falls sie klein, also falls sie an dem Objekt nah genug dran liegen, reinzufügen. Also iterieren wir über dieses Array aus, über diese Liste aus Objekten drüber. Gut, das machen wir wie folgt: i kleiner Objekte size i++. So,
Und hier drin wollen wir jetzt gucken, sind die nah genug dran. Das heißt, wenn der Abstand, also wir haben hier unten unsere Distance-Funktion, wir haben die ja schon für das Objekt O klassifiziert, also O und das Referenzobjekt, da wird ja schon der Abstand zwischen den beiden rausgerechnet. Das heißt, die Implementation hier unten ist relativ simpel. Wir können hier einfach schreiben Distance aus O und das Referenzobjekt ist natürlich das Objekt, über das wir gerade drüber iterieren. Get i. Und wenn die kleiner ist als unser k, das heißt, wenn unser Abstand kleiner ist als k, dann können wir hier unserem Fenster das jeweilige Objekt zuweisen. Oder wir können es auch direkt rechnen, wie ihr Lust habt. Ich weise als immer erst ganz gerne zu. Kann man eigentlich machen, wie man will. Ich glaube, wir machen es direkt, dann haben wir weniger Code, dann bleibt das Ganze übersichtlich. So. Es ist immer cool, wenn man ein Video macht, für das man vorher schon den Code geschrieben hat und dann kommt man plötzlich auf die Ideen, wie man es noch hätte optimieren können. Aber okay. So, also wir haben jetzt hier noch ein Integer, wie oft die Objekte in Klasse A drin sind und wie oft die Objekte in Klasse B drin sind. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Video, beziehungsweise aus dem K-Nearest Neighbors. Das war nicht das letzte, es sind ein paar dazwischen. Und wenn die Distanz hier kleiner ist als k, dann können wir ja einfach die Klassenzugehörigkeit von diesem Objekt hier nehmen und können hier jeweils das richtige 1 drauf addieren. Also wir unterscheiden hier nochmal, ist jetzt ein bisschen eklig, weil wir hier zwei if einander haben, aber macht ja nichts. Wir unterscheiden, wenn die Klasse 0 ist, dann wollen wir das a erhöhen. Und ansonsten, da wir ja nur zwei Klassen betrachten, können wir das b erhöhen. Ansonsten könnte man hier zum Beispiel ein Array nehmen und dann jeweils die richtige Stelle erhöhen. So, und das war's auch schon fast. Der Algorithmus ist deutlich einfacher als der KNN, wie ihr vielleicht seht. Ja, und dann wollen wir hier unten eben zurückgeben, was für eine Klasse wir haben für unser Datenobjekt O. Oder wir tun hier einfach O, die Klasse zuweisen. Das können wir machen, wie wir wollen. Wir wollen es ja hier für unseren Output haben. Das heißt, wir wollen es direkt sehen, deswegen gebe ich das ganze Ding mal zurück. Könnte man natürlich auch anders machen. Anders würde es vielleicht mehr Sinn machen, aber macht ja nichts. Also wenn A größer als B ist, das heißt, wir haben in unserem Fenster drin mehr Objekte, die zu A gehören, als Objekte, die zu B gehören, also Klasse 0 haben als Klasse 1. Das heißt, wir wollen hier natürlich eine 0 zurückgeben, weil mehr Objekte hier eine 0 haben. So, ansonsten geben wir natürlich eine 1 zurück. Sollte klar sein, glaube ich. So, und jetzt können wir hier mal gucken, wie unser Objekt 2, 3 klassifiziert wurde auf diesen Daten. Die könnt ihr euch mal in Ruhe angucken und das Video pausieren. Mal gucken, was gibt's? Klasse 1. Okay, Klasse 1 scheint ja relativ plausibel zu sein. Es liegt bei 2, 3. Es muss übrigens nicht dasselbe wie beim KNN rauskommen. Da kann durchaus was anderes kommen. Vor allem, weil ich hier auch das Fenster vielleicht ganz anders gewählt habe. Also keine Sorge, wenn hier eventuell mal ein anderes Ergebnis rauskommt. Das ist vielleicht ein bisschen hoch gegriffen. So, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt kommt Klasse 0 raus. Hier haben wir 5, 1, 6, 1, 5, 2, 6, 2 und 7, 1 drin in der Klasse 0. Das heißt, 5, 3 sollte da wohl dazugehören. Das heißt, unser Klassifizierer funktioniert so, wie es aussieht. Wir können hier jetzt spaßeshalber einfach nochmal, sagen wir, 1, 3 machen. Das sollte dann logischerweise Klasse 1 geben. Und es gibt Klasse 1. Sehr schön. Was passiert jetzt, und dazu kommen wir schon, dabei sind wir schon bei den Nachteilen. Was passiert jetzt, wenn wir hier 25, 3 machen? Okay, es hat scheinbar noch gereicht. Okay. Machen wir 25, 25. Auch Klasse 1. Ja, das liegt an folgendem. Und zwar hier unten haben wir einfach ein else genommen. Wir müssten jetzt hier auch schreiben, wenn sie gleich groß sind, dann können wir uns nicht entscheiden. Also wir müssten hier eigentlich noch eine Unterscheidung reinpacken. Else if a gleich b. Was ja, wenn wir nichts verändern, so ist. Dann return minus 1, dass wir keine Klasse gefunden haben. Das sollte jetzt dieser Fall sein. Wir haben keine Klasse gefunden, beziehungsweise wir konnten uns nicht entscheiden. Ja, das Objekt liegt einfach zu weit weg. Das ist sozusagen ein Outlier.
Er hat quasi nichts mit diesen Daten hier zu tun. Er steht an einer völlig anderen Stelle an 25, 25. Wir sind hier maximal bei 7 und hier maximal bei 5. Das heißt, die Distanz ist riesig. Macht aber auch nichts, weil wir sind eigentlich ganz zufrieden, dass unser Klassifizierer hier sagt, mit dem Ding kann ich nichts anfangen. Das passt nicht in deine Daten rein. Das gehört irgendwie zu keiner Klasse. Das muss was anderes sein. Also zum Beispiel statt einem Barsch und einem Löwe. Also ein Fisch und ein Löwe von mir aus, ist es halt ein Zebra geworden. Und wir wollen ja keine Zebras klassifizieren. Wir wollen auch nicht sagen, das Zebra könnte vielleicht mehr Ähnlichkeit mit einem Löwen haben. Was es dann wahrscheinlich auch hat, aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. So, sehr schön. Das heißt, ihr habt diesen Algorithmus hier schon kennengelernt und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und über Likes und Abos und Kommentare und sonst irgendwas freue ich mich natürlich immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns dann. Ciao, ciao.